das erste Ziel haben wir heute erreicht. Fischelsee, ein Neubau. Das machen wir auch mal, würde ich sagen. Von da aus geht es weiter nach Fischelberg. Da kann man sich wunderbar schwimmen im Sommer. Brotzeit, Mahlzeit. Heute gibt es belegte Brüche. Dann haben wir von da aus ein wunderschöner Ausblick. Von da aus sieht man auch wunderbar der Schneeberg vom Fischelsee aus. Wunderschön zum Schwimmen. Drehbootfahrer, tolles Ausflugziel bei uns. Von da aus kann man wunderbar Wanderrunden starten zum Schneeberg, zu der Eger, nach Fischelberg, zum Osselkopf, zum Schneeberg oder nach Wundsiedel oder Nadel am See. Da gibt es genug Möglichkeiten, von hier aus Wandertouren zu starten. Hier am Fischelsee gibt es einen Weg, da kann man einmal ausrufen am Fischelsee. Von aller Seite hat man einen wunderschönen Blick. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Fischelberg. Der Fischelsee begleitet uns auch etwas. Jetzt sagen wir Servus. Fischelsee, jetzt geht's weiter nach Fischelberg. Und hier gibt es auch Bibers. Biber. Aber schau mal, ob ihr kleiner das seht. Mit dem Weg geht es weiter 2 Kilometer nach Fischelberg. Hier verläuft auch der Pilgerpfad, Jakobsweg. Und hier auch wieder der Brückenradweg Bayern-Böhmen. Das heißt, vom Fischelberg nach AS oder Asch in die Tschechische Republik kann man fahren. Das ist eine tolle Sache, auch für Radfahrer, auch für Wandersleute. Und es geht weiter. Fischelberg. So, da sind die Fahrradwege. Die sind ja bei uns grüne Schrift mit weißem Hintergrund. Das sind die Fahrradwege von uns. Da geht es mal nach Wundsiedel. Ich glaube 17 Kilometer Silber aus 4,5. Büchelshöhe 8,5. Und Fischelberg 2,2 oder Neusorg. Da ist auch eine deutsche Bahnhaltestelle 17 Kilometer. Und das ist, kann man auch von hier aus Fischelberg, Wundsiedel, Selb, Asch im Rad fahren. Und das sind noch die Wanderwege. Der Rundweg 1, Rundweg 2 oder Fischelsee, Seehaus. Ein wunderschönes Wandergebiet hier im Fischelberg. Neubau. So, jetzt geht es hier geradeaus weiter.
Und sauberes Wasser gibt es bei uns auch.